Einst gab es eine Spielereihe, die die deutsche Entwicklerszene prägte. Die Siedler. Diese Reihe hatte es trotz ihres Kultstatus nie leicht. Ihr letzter Ableger, Neue Allianzen, dürfte der letzte Sargnagel gewesen sein. Und da die Katastrophe kilometerweit abzusehen war, spätestens mit der Open Beta kurz vor dem ursprünglich geplanten Release 2022, die das Wort Streamlining zum Gaming-Unwort des Jahres gemacht haben dürfte, war es unfassbar quälend anzusehen, wie sich dieses Franchise unter Schmerzen wand, statt es einigermaßen würdevoll einschlafen zu lassen. Aber eigentlich hatte alles ganz anders laufen sollen. Bereits vor Neue Allianzen hatte der Titel Die Siedler jede Aussagekraft verloren. Obwohl Die Siedler 3 und dessen unmittelbarer Nachfolger noch ganz klar die Seele des Franchise in sich trugen, nicht zuletzt dank der Handschrift des Serienschöpfers Volker Wertig, der für den dritten Teil zurückgekehrt und das Spielkonzept von einem Modelleisenbahnprinzip zu einem Ameisenhaufenprinzip übertragen hatte, waren sie dennoch ein Bruch zu den beiden Vorgängern. Und nach Siedler 4 bekamen wir mit jedem neuen Siedler ein radikal anderes Spiel. Wahlweise näher an Spielen wie Age of Empires, Anno oder Stronghold. Und so kam es, dass je nachdem, mit welchem Teil ein Siedler-Fan angefangen hat, er völlig andere Erwartungen an einen neuen Teil haben konnte. Ubisoft stand also vor einer praktisch unlösbaren Aufgabe, wollte die Reihe aber unbedingt wiederbeleben und holte dazu den Siedler-Papa höchstpersönlich ins Boot. Sowohl Ubisoft als auch Vertis Team bei Envision Entertainment hatten große Pläne, die nur irgendwann nicht mehr kompatibel waren. Ubisoft entschied sich, seine bisherigen Fehler mit der Reihe zu wiederholen und ein besseres Ergebnis zu erwarten. Dabei würde man meinen, dass sie als Publisher der Far Cry-Reihe die Definition von Wahnsinn kennen würden. Sowohl Ubisoft als auch Envision beteuern, dass die Trennung gütlich vonstatten gegangen sei. Aber der Zeitpunkt für die Ankündigung von Envisions neuem Projekt in der Release-Woche des neuen Siedler dürfte kaum zufällig gewählt gewesen sein. Pioneers of Pergonia schien im Geiste genau das Spiel zu sein, das Ubisoft am Ende zu riskant geworden war. Und die Pressemitteilung zu genau dieser Demo hier beginnt extra groß mit den Worten "endlich wieder wuseln". Ihr wisst schon, weil der Wuselfaktor genau das war, wofür die alten Siedler-Teile bekannt waren? Also auch wenn wirklich kein Tropfen böses Blut zwischen den Firmen stehen sollte, scheint man trotzdem nur zu gern den ein oder anderen Seitenhieb in Richtung Ubisoft auszuteilen. Nicht, dass ich dafür nicht zu haben wäre. So viel zur Entstehung, aber wie viel Siedler steckt nun in den Pionieren? Im Wirtschaftsteil muss ich selbst die unvollständige Demo nicht vor den ersten vier Teilen verstecken, aber um die Pioniere als eigenständige Schöpfung zu verstehen, muss man sich eines großen Mentalitätswandels bewusst sein. Siedler war trotz eines detaillierten Wirtschaftssystems am Ende fast immer auf die militärische Auseinandersetzung ausgelegt gewesen. Gerade Siedler 3 blieb nur aufgrund seiner Multiplayer-Szene am Leben, aber auch sein Nachfolger, dem bis zur History Edition eine massentaugliche Multiplayer-Lösung fehlte und mehr über User-Maps im Gedächtnis blieb, hat eine große Community im Multiplayer-Bereich. Pioneers of Pergonia dagegen verzichtet zumindest vorläufig gänzlich auf PvP. Hier ist Kooperation das Mittel der Wahl. Statt andere Siedlungen gewaltsam zu erobern, sollt ihr Einigkeit erzielen, indem ihr sie unterstützt und ihr Vertrauen verdient. Bedrohungen gibt es zwar trotzdem, aber diese sind alle externer Natur, verursacht durch ein Phänomen, das bisher nur als die Heimsuchung bezeichnet wird. Ein anderer Ton für eine andere Zeit, gerade wenn man den direkten Vergleich zu den rückwirkend vielleicht doch etwas unangenehmen Storybeats von Die Siedler 2 zieht, an dem Volker Wertig zwar nicht beteiligt war, aber das doch für viele, die zumindest mit dem Namen was anfangen können, das Siedler schlechthin ist. Da in dessen Kampagne nur die Römer zu Wort kamen, waren die anderen Völker im Endeffekt überspitzt gesagt nur dazu da, von den Römern aus dem einen oder anderen Grund ausgelöscht zu werden. Von der Heimsuchung bleiben wir in der Demo aber noch verschont. Stattdessen bekommen wir drei vorgefertigte Karten, die uns alle die gleichen Ziele geben, aber auch unterschiedlich günstige Ausgangspositionen. Ironischerweise war ich auf der schwersten Karte, aber auch am schnellsten. Aber da wusste ich natürlich auch schon, was ich irgendwann alles benötigen würde. Wir starten immer mit einem Schiff, das an einer Küste vor Anker gegangen ist, sowie mit etwas Land im Gebiet um die Küste herum. Der Rest liegt dann an uns, wobei uns eine Serie aus verschiedenen Zielen durch alle Warenketten führt. Pioneers kehrt wieder weitgehend zum Modelleisenbahnprinzip zurück, lässt euch aber dank über 20 Jahren technischen Fortschritts eure Schienen sehr frei verlegen. Alle Warenketten durchzugehen wäre angesichts ihrer schieren Menge kaum sinnvoll. Wo Ubisoft mit Vorliebe gestreamlined hat, hat Envision eher noch eine Portion draufgesetzt. Und wo Ubisoft panische Angst davor hatte, die Spieler zu überfordern oder Potenzial für Fehler zu erlauben, ich erinnere nur mal an die Werkzeuggeschichte, respektiert Envision seine Spieler genug, ihnen die steigende Komplexität des Spiels zuzutrauen. Ich bin zwar bisher noch nicht überzeugt, dass wir unbedingt zwei Holzarten brauchen und auch die exakten Zwecke der verschiedenen Lebensmittel sind bisher noch nicht gut kommuniziert. Aber überflüssig fühlt sich abseits des Holzes nichts an. Und das, obwohl die Schwerindustrie bisher noch keine Nahrung benötigt. Da dafür eure Bewohner essen müssen, damit sie Nachwuchs bekommen können, fühlt sich die Nahrungsproduktion anders als in der Siedler-Beta nicht so absolut überflüssig an.
Noch dazu wird an genauerem Blick deutlich, dass das What you see is what you get Prinzip zumindest in weiten Teilen intakt ist. Und so kommt es, dass sich die Demo bereits umfangreicher anfühlt als ein gewisses 60-Euro-Spiel mit Cash Shop und 8 Jahren Entwicklungszeit, das 50 Millionen Euro geschluckt hat, am Ende war. Mit den ständigen Siedlervergleichen wird Pioneers noch eine ganze Weile leben müssen. Aber wenn es so weitergeht, werden diese Vergleiche allesamt ungünstig für alles, was die Reihe nach 2003 hervorgebracht hat. Und wenn schon nichts anderes, beweist diese Demo doch, dass die ursprüngliche Version des neuen Siedler, auch wenn ein paar Aspekte wie der angedachte Weg des Ruhmes viele Spieler bis heute nicht überzeugt haben, nicht an Wertig oder in Vision gescheitert sind. Nichtsdestotrotz, bereits nach 2 der 3 Karten habt ihr so ziemlich alles, was die Demo zu bieten hat, gesehen. Das klingt vielleicht negativ, aber anders als die Open Beta zum neuen Siedler vor 1,5 Jahren, wo das Spiel immerhin schon releasefertig sein sollte, hat diese Demo etwas sehr Wichtiges geschafft. Sie hat mich mit dem Wunsch nach mehr zurückgelassen. Das sage ich als primärer Siedler 4 Spieler, der nicht die Kernzielgruppe sein dürfte. Die sehe ich eher bei den Leuten, deren Lieblingsteile 1, 2 und sogar 7 sind. Ich glaube, dass insbesondere diese Leute, wenn sie sich mit dem fehlenden PvP arrangieren können, mit Pioneers of Begonia sehr glücklich werden dürften.